Was geht YouTube und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe mir neue Darts bestellt, die von Scott Williams und die werden wir heute auspacken und so umbauen, dass wir das Originalset haben, so wie Williams die selber bei der WM gespielt hat. Dafür müssen wir die Spitzen wechseln und andere Schläfte drauf machen. Ihr seht im Hintergrund schon, wie ich alles auspacke. Ich habe mir 25 Gramm bestellt, weil Williams die gleiche Grammanzahl spielt. Und noch ein paar Worte zu Williams. Es ist bestimmt nicht der beliebteste Spieler, aber es geht jetzt nur um die Darts. Ich fand die sehr cool aus und ich wollte sie unbedingt selber testen. Vor allem, weil ich noch keine Darts mit dieser Form habe. Ich habe zum Beispiel auch keine Phil Taylor Darts oder irgendwie Torpedo Darts. Habe ich alles nicht. Und da fand ich die eigentlich ziemlich cool. Und ich habe die schon viel früher bestellt. Da wusste ich noch gar nicht, wie weit Williams in der WM kommt. Dass er dann Michael van Gerwen raushaut, ist irgendwie ein Glückstreffer für mein Video, weil den jetzt ein paar mehr Leute kennen sollten. Und wie immer ist das alles in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr was nachkaufen wollt oder nachschauen wollt. Videobeschreibung ist so gut wie immer einen guten Tipp, da mal vorbeizuschauen. Ist auch zum Beispiel meine Dartscheibe verlinkt und so. So, und jetzt kommen wir zu den Darts. Die werden klassisch mit solchen Shaggy-Schäften und Flights von Target selber geliefert. Die wollen wir aber austauschen, weil Shaggy bei der WM mit K-Flex gespielt hat, so wie ich das gesehen habe. Könnten auch andere Schläfte gewesen sein, aber müssten K-Flex sein. Vor allem, weil K-Flex ja auch von Target ist und Shaggy ja auch bei Target ist. Zu K-Flex habe ich ja auch ein Video gemacht. Gerne vorbeischauen. Und dann müssen wir eigentlich nur noch die Spitzen wechseln. Und jetzt kommt die Besonderheit dieser Darts. Die Spitzen kann man sehr, sehr easy wechseln, weil das Swiss Point System eingebaut ist. Das bedeutet, man kann mit einem Tool einfach die Spitzen rausdrehen und neue Spitzen reindrehen. Ich habe jetzt schon von ein paar Leuten gehört, dass da die Spitzen schnell abbrechen sollten. Ist mir jetzt noch nie passiert, aber ich habe auch noch nicht so viel mit Swiss Point System gespielt. Das Wechseln funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr gut und sehr schnell. Und die Wechselspitzen gefallen mir persönlich sehr gut. Die Spitzen sind natürlich auch von Target und heißen schwarze Swiss Point Firepoint Dartspitzen. Habe ich jetzt einfach mal vorgelesen. 35 mm. Die haben auch noch so eine Riffelung drauf und halten gut im Board. Machen es aber auch eher kaputt als glatte Spitzen, muss man sagen. Und das ist der Scott Williams Dart, wie er bei der WM bespielt wurde. Ich finde es ganz cool, so Spieler-Darts nachzustellen, weil die werden meistens anders geliefert, wie die dann auch von den Profis tatsächlich gespielt werden. Ich habe das bereits mit James Wade-Darts gemacht, dass ich das so umgebaut habe, dass ich den Dart habe, so wie Wade selber ihn spielt und nicht so, wie er geliefert wird, wenn man den einfach bestellt. Also ich könnte mir vorstellen, das auch bei anderen Spielern zu machen. Falls euch das Ganze gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ihr kennt das Ganze und wir gehen jetzt ins Werfen rein. Ich versuche jetzt einfach mal so detailliert zu beschreiben, wie sich der Dart beim Werfen angefühlt hat, wie der Grip so war und so weiter und so fort. Und dafür zeige ich euch so ein paar Highlights aus dem letzten Stream, wo ich den getestet habe. Und ganz am Ende haben wir auch noch Shaggy-like versucht, eine No-Look 180 zu werfen. Ob das was wurde, bleibt dran. Ich hatte ja bis jetzt immer gerade Barrels, weil ich mit 5 Fingern den Dart anfasse, was ich nicht empfehlen kann, aber ich tue es und deshalb viel Platz brauche. Der Shaggy Dart gibt mir jetzt nicht so viel Platz, aber es reicht. Dennoch würde ich den Dart eher für Leute empfehlen, die weniger Finger am Dart haben. 2, 3 oder so. Dabei gibt es einen Haupt-Grip-Spot und da muss ich sagen, der ist richtig creepy. Den finde ich richtig, richtig gut, den Grip. Der ist so ein bisschen wie Widerhaken und der Dart ist mir nicht einmal aus der Hand gerutscht. Ich hatte diese Art von Grip jetzt noch nie, aber die hat mich wirklich überzeugt. In Kombination mit dem Torpedo-mäßigen gibt es auf jeden Fall einen sehr guten Grip, wenn man den Dart hinten anfasst. Wenn man den Dart jetzt ganz vorne anfasst, ist der jetzt nicht optimal. Ich wüsste jetzt nicht, wie so ein Ian White oder Gervin Price mit dem Dart werfen würde, weil vorne ist gar kein Grip. Dafür geben die Spitzen wieder sehr viel Grip mit und ich habe ja auch 2 Finger an der Spitze. Beim Flugverhalten hat mich jetzt nichts groß gestört. Es hat mir eher gefallen, wie der Dart durch die Lüfte gesegelt ist. Und Gruppierungen konnte man sehr gut werfen. Ich hatte ein bisschen die Sorge, dass durch dieses Klobige die Gruppen nicht so gut sind. Aber weil die Spitzen relativ lang sind, kann man auch sehr, sehr gute Gruppen werfen. Wie man jetzt in dem Clip sehen kann, wo ich 3-mal Single Bull getroffen habe. Let's go mit den Shaggy Darts 180. Richtig schön ins Eck gezwirbelt da. Damit habe ich die Darts auch eingeweiht und eine 180 geworfen. Wenn ich dem ganzen Setup, so wie es da ist, ein Rating geben müsste, würde ich, glaube ich, eine 8,5 geben. Ich kann mir vorstellen, mit denen auch ein bisschen länger zu spielen. Und zum Schluss habe ich noch versucht, eine No-Look 180 zu werfen, weil Shaggy das selber sehr oft versucht und oft auch hinbekommt.
auch wenn ich finde, dass er den Kopf ein bisschen langsam dreht. Und hier kommt mein bester Versuch auf die No-Look 180 mit den Scott Williams Dart. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Schaut gerne auf Twitch vorbei, bringt ein Prime mit oder werdet hier auf YouTube Kanalmitglied. Die Shaggy Darts zahlen sich nicht von alleine. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt mir in die Kommentare, ob ich das mit anderen Spielern auch machen soll, mit anderen Darts. Und jetzt bis zum nächsten Mal. Ciao!